Hallo Freunde, willkommen zurück. Ja, es gibt das Team of the Season der BBVA und ich will mal mein Glück versuchen. Mal gucken, ob wir da einen rausziehen aus diesem Päckchen. Und wir ziehen mit FIFA-Coins, nicht mit Points. Oh, gibt's gleich mal schon mal ein Level nach oben. 35 für einen seltenen Goldspieler. Das kann kein Knaller sein. Cahill ist es. Paulinho, Schmiedelbach, Perez. Spalletti. Ja, Verträge, Fitness, alle Attribute. Ach. Nicht das beschissenste Pack, aber auch nicht das tollste Pack. Auf jeden Fall kein gutes Pack. Und wir machen gleich mal das zweite auf. Ich weiß gar nicht, wie voll ist überhaupt mein Tauschtafel. Ich hab gar nicht geguckt. Mann, nee, ich bin auch ein Hafensänger. Was haben wir denn hier? Mann, nee, die besten Spieler. Dann haben wir hier schön Verträge, Fitness, Kopf, alle Attribute. Williams. Ja, Mensch. Gut. Hammer. Speichern. Wo spielt der? Auch irgendwo in Brasilien. Mal Port Alegre oder so ein Kram. Ich setze ihn mal auf den Tauschstapel. Mal gucken. Der wird wahrscheinlich aktuell eh gar nichts null wert sein. Weil ja alle Leute diese Sets ziehen und dann so eine Spiele auf den Markt setzen für 400. Taylor. Oh. Taylor kann nichts Gutes heißen. Oh, Teamfitness. Teamfitness finde ich schöner als Taylor. Oliveira haben wir hier dann. Verträge, Fitness. Ja, da ist die schöne Teamfitness. Kopfball, Stadion, Manchester-Trikot. Siqueira, ob der was wert ist. Und ein Stuttgart-Wappen. Das hier speichern wir mal. Als ein Brasilianer ist, nehme ich den mal auf den Tauschstapel. Ich hätte ihn wahrscheinlich auch einen Tauschstapel genommen, wenn es nicht ein Brasilianer gewesen wäre. Okay, komm hier zum ab zum dritten Pack. Elisur. Oh, scheiße. Leute, wie soll ich reich werden, wenn ihr mir so eine Karten gebt? Das ist doch Hühnerscheiße. Ja. Oh, ey. Der Satan ist auch wieder da. Dann haben wir hier schön Verträge, Fitness. 3-5-2, das ist ja wenigstens mal erfreulich. Und dann haben wir noch Sarko, der noch was wert ist aktuell. Der war ja noch nie wirklich viel wert. Aber lässt sich eigentlich gar nicht so blöd spielen, finde ich. So, speichern. Paketnummer. Tja, ich und Zählen haben schon wieder verpeilt, ne? Ja. Hat auch nicht gelohnt zu zählen. Montari, Abdullah. Mhm. Wo ich gerade hier dieses Saudi-Ding sehe. Es gibt ein Wappen. Auch aus der saudischen Liga. Hier übrigens Team Fitness. Das ist über 3000 Coins wert. Und das ist Silber. Da war ich selbst erstaunt. Ich glaube, es war ein Tigerkopf oder so. Also wenn ihr mal so ein Ding habt, auf gar keinen Fall für 200 Coins raufstellen oder discarden. Das Ding ist wirklich was wert. Selbst überrascht. Aber allgemein ist, glaube ich, die saudische Liga, was die Silber-Trikots und Wappen angeht, gar nicht so blöd. Ich habe da schon ein paar Trikots gehabt, die für 500 und mehr weggegangen sind. Müsste man sich mal genauer anschauen. Ja, hier haben wir Pogba, Verträge, Fitness, Oberkörper 343, Stadion, alte Trainer und dann Torwart und Perisic. Oh, oder wie auch immer er heißt, der alte Wolfsburger. Hm. Wo er Dortmunder war, da habe ich ihn mal gut getradet in Zeit. Hier, den Russen, den hau ich weg, der bringt nichts. Russische Liga ist eh schwierig zu handeln. So, mal in das nächste Pack gucken. Ja, wieder Teamfitness. Mit Teamfitness meint es ja gut mit mir. Oh, er hat aber einen großen Kopf im Vergleich zum Körper. Ja. Mann, die Fotos sind immer das Beste. Dann haben wir hier schön, ja, die Fitness, dann 3-5-2. Na, das sind schon mal 4000 im Sack. Naja, nicht ganz. Und dann hier noch den brasilianischen Trainer. Na gut. Das Pack ist nicht das blödeste. Trotzdem haben wir hier nichts gewonnen. Auf den Tauschstapel damit, mit dem Kollegen.
4-3-3 um Brasilianer, da geht doch was. Oh ja, Benzema auf dem Cover, jetzt aber. Jetzt geht's ab. Ja, die Teamfitness ist so schön blau. Ich habe schon gedacht, es kommt eine blaue Karte. War nix. Gomez haben wir gezogen. Dante. Swinga. Dann hier schön Verträge. Außenverteidiger, Verteidiger. Meine Lieblingskarte. Ja. Dann hier noch ein Kollegen und einen Ball. Da speichern wir mal. Der Ball ist mehr wert als der Kollege wahrscheinlich. Den liste ich mal. Kriegt man immer mal verkauft. Und den hau ich weg. So. Christian Tello. Ja, mein Traum. Wenn er was wert wäre. Er ist ja schön schnell. Schuss ist auch okay. Dribbeln kann er. Der wird bestimmt nochmal ein großer. Tempokarte passen, dribbeln, Palermo. Oh, was mache ich denn mit dem alten Brasilianer da? Weil der Tauschstapel so leer ist, werde ich den einfach mal auf den Tauschstapel stellen. Und dann mache ich jetzt hier noch ein abschließendes Abschlusspack auf. Dann haben wir schon wieder die Coins verbraten hier ohne Ende. Oh, das war kein schönes Abschlusspack. Immerhin zwei seltene Spieler. Dumia und Mario, ja. Und Trapattoni. Verträge, Verträge, Fitness, Kopfball. Und dann hier nochmal ein bisschen Trikots. Das haue ich hier aber weg. Tja, und dann sind wir auch schon durch, Freunde. Was soll ich sagen? Kein Team of the Season. Aber vielleicht kriegen wir da noch einen. Ist natürlich unwahrscheinlich, dass wir nochmal so ein Glück haben und einen Kollegen wie Ribéry hier rausziehen. Aber Team of the Week gibt es ja auch noch einige Spieler. Und ich gucke mal, was da noch so kommt. Ich sag erstmal Tschüss und bis bald. Macht's gut, Freunde.